So, meine Damen und Herren, dann kommen wir zur nächsten Rennen in der F1000 Season, der International F1000 Championship Cup oder Weltmeisterschaft, bestehen aus drei Rennen. Wir sind schon bei 5,333,871 Millionen. Was alles um sich hier auf. Entschuldigung, Lina. Wir sind schon, wie gesagt, auf der 9. Viel Glück. Ich halte dich auf dem Laufenden. Auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Guter Start. Bleib an der Spitze. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Bisschen weit rausgerutscht. Levelaufstieg. Nein. Also sind wir jetzt auf den, bevor gesagt, Prestige, weil ohne Prestige 11 freigeschaltet ist. Ist schon ein Prestige Level. Shanghai sind wir. Jetzt fahren wir aber diesmal wieder mal in Quali rein, Qualifying. Bevor wir dann hier irgendwas anderes tätigen.
So, da haben wir unsere Pulszeit 1:32,7. Teamkollege ist siebter. Spiegelglas schon wieder weg. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Mach dir keine Sorgen, das Auto zu beschädigen. Dein Rivale ist hinter dir. Letzte Runde? Okay. Bleib in Führung. Letzte Runde. Was ist? Drei Runden. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Chris, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Da fahren wir auf ohne Quali. Okay, es wird heute nicht mehr trocken werden. Bleib konzentriert. Ja.
Hau ab, yeah! Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Es liegen mehr als 10 Plätze zwischen dir und deinem Rivalen. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Okay, es wird angegriffen. Das war schon bei 5,48 Millionen. Na, was haben wir jetzt? Off-Grid, Face-Off und Dings. Okay, jetzt gehen wir nochmal da oben hin. Wir haben alle freigeschaltet, ne? Ja. Bis auf ihn hier. Prämie, Vertragskosten. Der ist natürlich am, wie gesagt, den habe ich noch nicht, der war natürlich am besten. Was mache ich denn zum Bunden, dass ich dann mir einen kaufe? Vielleicht schiebe ich auch nach Season 5 oben dann einmal Season 7 dazwischen, sodass ich mir ihn einkaufen kann, komplett voll ist, bevor ich dann nach unten gehe. Aber das weiß ich noch nicht. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken und
bis zum nächsten Mal.